Das Frühlingsvolksfest auf dem Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau ist derzeit in vollem Gange. Noch bis zum Sonntag gastieren die Schausteller dort und bieten ihren Gästen jede Menge Spaß und Action. Bekanntlich ist man beim Schaustellerverband Zwickau auch immer bemüht, verschiedene Veranstaltungen ins Volksfest zu integrieren. Und so gab es am vergangenen Sonntag bereits zum wiederholten Male eine Trabantparade über den Festplatz. Es ist bereits zu einer kleinen Tradition geworden, dass man im Rahmen des Volksfestes in Zwickau auch eine sogenannte Trabant- und DDR-Oldtimer-Parade veranstaltet. Schon in den vergangenen Jahren erfreute sich dieses Event großer Beliebtheit und deshalb entschied man sich sowohl beim Zwickauer Schaustellerverband als auch bei der Trabantgruppe Zwickau für die 6. Auflage am vergangenen Sonntag zum Muttertag. Punkt 14 Uhr trafen die ersten Fahrzeuge der Parade auf dem Edeka-Parkplatz an der Krimmetschauer Straße ein. Angekündigt waren um die 20 bis 30 Fahrzeuge, am Ende waren es um die 40. Kurz vor 15 Uhr machten sich die Oldtimer dann in Kolonne auf den Weg zum Festplatz und drehten 2 Runden über den Platz. Die Besucher und natürlich die Fahrzeugbesitzer selbst freute es. Nach der Fahrt über den Festplatz reihten sich die Fahrzeuge dann ein, um vor der Bühne prämiert zu werden. Dort kam Rummel-Moderator Sven Reistl mit den Fahrern ins Gespräch. Omas Umbau. Das ist cool, ne? Omas Umbau. Wo sind die Oma? Oma ist auf dem Rummel unterwegs, ne? Das ist natürlich cool. Ne? Oma ist auf dem Rummel, ne? Und ihr seid mit dem Auto. Ein Bummelpass für euch zu viert. Teilt schön ein. Hast deiner Mutti gratuliert? Ja, habe ich heute früh. Das ist schön, ne? Blumen nicht vergessen, so ist schön. Also Leute, ich kann euch die Wahrheit sagen. Ich weiß, ihr wollt nach Ungarn, ne? Ungarn, macht doch quasi dann hier die Runde raus, geht doch mal richtig Karussell fahren, nehmt doch dann die letzten Taler Westgeld und fahrt nach Ungarn, macht es euch schön. Ne? Wo kommt dann her? Sehr schön. Ganze Familie komplett, auch hier immer wieder Nachwuchs, ne? Die Trabifahrer von morgen. Alles schon vererbt, alles schon fertig, ne? So, die Fahne hat sie auch wieder. Ich gehe mal rum zur Fahne hier. Sepp, musst du dir mal angucken hier. Die FDJ-Fahne. Hey, das ist. Lass mal ein bisschen laufen, mal sehen, ob man was hört. Da steckt schon was dahinter, wa? Die Kleidung passt auch, die Mütze ist auch noch original. Original. So soll es sein, richtig. Also, Stillstand, weiter vorne. Ein himmelblauer Trabant, da ist er wieder, der himmelblaue. Und die Hupe hast du nachgerüstet, oder? Genau. Was ich immer schon mal wissen wollte, hast du die Mutti mit? Ja, die Mutti dabei, zur Muttertag. Du bist nicht nur das Schlussfahrzeug, du bist der Held des Tages. Die Mutti zum Muttertag mit dem Trabi übers Volksfestgelände fahren. Wenn ihr mit Mutti ist Trabi und wenn ihr fertig seid mit Fahren, kommt daher und trinkt ein Glas Kohle, wa? Machen wir. Das ist schön. So, jetzt möchte ich mal einen riesen Applaus für geschätzte 48 Autos, Trabi und Oldtimer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Dann war diese 6. Trabantparade bei bestem Frühlingswetter wieder eine gelungene Sache. Das freute natürlich auch den Veranstalter.
Hat Spaß gemacht, waren auch heute wieder mehr Fahrzeuge wie beim letzten Mal. Hat sich bis jetzt immer gesteigert. Hat Spaß gemacht, waren nicht nur Trabants dabei, auch andere Oldtimer. War schön anzusehen. Gib uns doch noch mal einen kleinen Rückblick auf die vergangenen Tage. Das Wetter hat ja erst mal mitgespielt. Wetter hat mitgespielt. Viele Besucher, viele Leute, zufriedene Menschen, zufriedene Kollegen, auch hier auf dem Festplatz. Alles bestens. Also wir können uns und wollen uns nicht beklagen. Es ist wunderbar diesmal. Das Wetter spielt mit und wir haben das Glück auf unserer Seite anscheinend. Dann können sich die Besucher des Frühlingsvolksfestes noch bis zum Sonntag auf jede Menge Fahrspaß, Leckereien und Aktionen freuen. So gibt es morgen den FSV-Fan-Tag auf dem Rummel. Dann kommt es um 17.30 Uhr unter anderem zum Autoscooter-Fußball zwischen Fans und den FSV-Profis. Am Samstag erwartet die Besucher dann noch ein Musikfeuerwerk um 22 Uhr. Marco Walz wollte am Ende noch ein ganz großes Dankeschön loswerden. Einen schönen Dank an alle unsere Gäste, auch an die Kollegen hier vor Ort, die für die Gäste da sind. Das muss ich einfach mal loswerden. Und wir hatten hier tolle Besucher in den letzten Tagen. Viele Familien mit Kindern. Das Publikum ist bunt gemischt. Es benehmen sich auch alle. Und es ist wunderbar. Es klappt alles. Es macht wirklich wieder richtig Spaß, für euch da zu sein und bei euch zu sein. Dankeschön.